Also unten der Beton gerade angemischt und drüber ein bisschen was zwischen Teppich und Kunstrasen. Ganz so eben ist es nicht, die Sandkatzer. Ja, jetzt kommt Hoffmann. Tratzan, Katzer. Ah, ganz gut getimt. Fein gemacht. Jörg Siebenhandel. Katzer. Burgstaller. Und dann Drahtzahn. Jörg Siebenhandel ist noch da mit den Fingern dran. Auf einmal war da hinten die Ordnung völlig verloren, schon beim Schuss von Burgstaller. Und dann mit Ballglück kommt hier noch Drahtzahn heran und dann prima Reflex von Jörg Siebenhandel. Jetzt mal Ala für Burgstaller. Vielleicht sogar knapp abseits, Burgstaller. Ah! Zentimeter zirkelt er da, sehr gefühlvoll den Ball daneben. Feine Vorarbeit. Ja, da möglicherweise Burgstaller schon knapp vorne oder auch nicht. Sei es drum. Ah, da ist Siebenhandel nicht mehr dran und dann fehlen Zentimeter zur Stange hinein. Wird ja sowieso nicht gegangen, aber kleine Chance zum Kontern für Rapid hier beinahe genützt. Faltenkamp, der sich für nichts so schade ist, der an sich kein gelernter Solo-Stürmer vorne drinnen ist, aber das ist im Augenblick die beste Wahl. Aber ein Foul mit dabei, ein Schubser gegen Sonnleitner, richtig. Aber brandgefährlich war es allemal. Hier zu erahnen nur der Schubser und kein direktes Freistoßtor von Rapid in dieser Saison. Hoffmann, Drahtzahn. Stenerl im 16er plus 9 macht 25. Und der passt fast. Aber Jörg Siebenhandel fischt den mit links herunter. Sonnleitner. Der war schon ganz gut. Der war in Ordnung. Steffen Hoffmann zwirbelt den fein über die Mauer mit links. Ein bisschen hat die Richtung noch gefehlt und Siebenhandel war schon richtig unterwegs. Abseits. Ah, ja, die Fahne schon oben, zu früh gefreut. Sie war so zeitig oben, dass da niemand mehr reagiert hat. Ganz klar zu sehen hier. Ah, jetzt gibt's Geld. Absolut zu Recht natürlich. Aber lieber oben runterwischen als hinten in die Beine. Irgendwie an den Mann bringen und das wird man eh schon jetzt zweimal tun müssen. Das ist natürlich unbequem. Ein Aufsetzer hier von FCF, denn auf gefrorenem Terrain, da lässt sich dann schwer abschätzen, wie der Ball wegspringt. Auch Lukas Königshofer ein bisschen überrascht. Wieder Poloma. Saurer. Ah, der letzte Pass, der war ganz schlecht. Das war mit der beste Angriff von Wiener Neustadt im ganzen Spiel. Safe. Poloma.
Das war die erste ganz wichtige Abwehr von Lukas Königshofer gegen eine Top-Chance der Wiener Neustädter. Bei Rapid. Heikkinen rentiert sich nach hinten, nimmt die Position ein. Dann muss sich Drahtzahn da ganz gehörig an der Nase nehmen. Das war zu viel des Guten und dafür gibt es Gelb für ihn. Christopher Drahtzahn, seine vierte gelbe Karte im Laufwettbewerb. Zieht einmal durch. So, Jempelsberger darf jetzt wieder rein. Das, wow. Keine Chance hier auf den Ball. So wie er da durchzieht. Wenn ihm FCF da nicht den Gefallen tut, noch ordentlich drüber zum Springen, sondern kleine Einlage hinterher liefert, dann ist das ganz knapp dran an einem Ausschluss. Wieder weg, schon sind es die Neustädter, FCF, der das Leder hier weit nach vorne spielt. Schöner Pass von FCF. Und ja, jetzt vielleicht ist es der neue Mann bei den Wiener Neustädtern. Steilpass in die Mitte, aber da läuft niemand mit. Und so war es jetzt. Riesenglück für Rapid. Vielleicht geht es ja über eine Standardsituation mit dem ersten Treffer hier in dieser Partie. Einmannmauer bei den Neustädtern und viel Getümmel im 16er. Hoffmann mit dem Ball, der kommt gut hoch in die Mitte, wird länger, länger und Siemhandl mit der Glanzparade. Ball ist nicht im Tor, Spiel läuft weiter. Und jetzt setzt hier Burgstaller nach, begeht das Foul. Und es gibt den Freistoß für Wiener Neustadt, aber da brannte es wieder lichterloh. 9,5 Minuten vor dem Ende dieses Spiels. Wolf hebt wieder die linke Hand, schaut auf, bringt den Ball aufs kurze Eck. Steht der Wiener Neustädter, Ball nach draußen gespielt. Wolf jetzt im Doppelpass versucht. Pollhammer ist das. Pollhammer mit der Flanke, die ist gut und über das Tor. Da hat sich jetzt Schiffci gut spritzig durchgesetzt. Versucht den Ball Richtung Tor zu drehen, hat ihn nicht voll getroffen. Ball über die linke Kreuzecke drüber. Lukas Königshofer musste hier nicht eingreifen. Das Ganze nochmal in der Wiederholung, war dann doch deutlich vorbei. Somit gibt es Abstoß für die Wiener, die hier natürlich unbedingt 3 Punkte mitnehmen wollen. Momentan sieht es allerdings nach einer Punkteteilung, nach einem 0:0 unentschieden aus. Zwissai, Freistoß für Rapid, ganz, ganz gefährliche Entfernung, 18 Meter vom Wiener Neustädter Tor entfernt. Und natürlich ist der Steffen Hoffmann am Ball, wenn es darum geht, hier vielleicht mit einem Freistoßtrick die Viermannmauer der Wiener Neustädter zu überraschen. Und in dieser Viermannmauer, da ist der Pieker drinnen, der Harald Pieker, herrlicher Freistoß an die Stange. Und jetzt noch einmal Riesenchance für Rapid, die reklamieren hier. Und dann war es Siemhandl, der hier den Ball abwehrt. Also das können Sie vielleicht als ausgleichende Gerechtigkeit bezeichnen. Ein etwas dubioser Freistoß und dann springt der Ball von der Stange zurück. Und dann war es Siemhandl, der erklären kann, Rapid. Jetzt ist das Spiel unterbrochen. Pech für Rapid, Glück für Wiener Neustadt. Siemhandl, bisher wirklich der Mann des Spiels, hat hier dann noch die Nachschusschance vereitelt in der Wiederholung. Kurz abgespielt, dann gestopft und Hoffmann. Ja, da wäre Siemhandl nie dran gekommen, aber dann im Nachpass zweimal an die Stange. Zuerst Hoffmann an die Stange und dann wird der Kopfball von Burgstaller an die Stange gewehrt. Gut, Wolf durch. Spielt den Ball in die Spitze auf Givci, da gibt es Vorteil. Givci jetzt auf der rechten Seite, macht den Haken zur Mitte, scheitert dann allerdings, weil er von 3 oder 4 Rapidern gleich attackiert wird, jetzt ein Wiener Neustädter, liegt am Boden, somit der Pfiff des Schiedsrichters. Wer hat sich hier verletzt? Ich glaube, es ist Daniel Wolf, der hier einen Schlag gegen das Knie erhalten hat, hält sich hier auch etwas unterhalb des rechten Knies. Es ist Christoph Saurer, der Ex-Rapid, und es gibt jetzt auch eine gelbe Karte, und zwar für Markus Heikkinen. Der Finne wurde hier also nachträglich sehr aggressiv, wollen jeden Zweikampf gewinnen. Und Hoffmann in der Mitte im Ballbesitz. Hoffmann auf links, auf Katzer. Katzer ist mit viel Platz, könnte flanken. Legt sich den Ball nochmal zurück auf den rechten Fuß. Jetzt kommt der Ball in die Mitte. Da ist Nuhio, der legt dafür groß zurück. Der schießt aber links über das Tor. Das wäre es ja jetzt gewesen, wenn der Debütant in der Bundesliga getroffen hätte. Lukas Grozurek mit der guten Möglichkeit mit dem linken Fuß. Katzer mit der Flanke. Nuhio legt ab mit der Brust, macht Platz für Grozurek. Der nimmt ihn sich noch kurz mit dem rechten Oberschenkel. Schießt dann mit dem linken Fuß Volley. Allerdings doch 3-4 Meter links am Freistoß kann ausgeführt werden. Schiedsrichterassistent schaut natürlich jetzt ganz genau aus, abseits, und Hoffmann schießt hier seinem Gegenspieler an die Hand. Und was sagt der Schiedsrichter? Er sagt, es dürfte wohl hier den nächsten Freistoß geben. Ja, Handspiel. Ja, und eine gelbe Karte gibt's auch. Die Mauer war zu kurz, dann hat der Schiedsrichter noch ein Handspiel gesehen.
Christoph Sauer war das. Wir schauen uns jetzt noch einmal an, was da hier passiert ist. War kein Handspiel, der Ball prallt vom Rücken auf den Oberarm. Aber der Spieler hat den Abstand nicht eingehalten. Er ist während der Ausführung des Freistoßes zu nah an den Ball herangelaufen. Das hat der Schiedsrichter sofort mit einer gelben Karte geahndet. Jetzt drängt der Christoph Sauer zurück, nämlich 9 Meter und ein paar Zentimeter. Und jetzt der zweite Versuch des Freistoßes. Steffen Hoffmann. Ein letzter Ball, oh, ein Schubser, oh, aber er zeigt gleich auf, weiterspielen und dann pfeift er ab hier 0:0, Punkteteilung zwischen Wiener Neustadt und Rapid, aber oh, das ist knapp dran an einem Elfmeter. Jetzt kann man vielleicht interpretieren, zuvor Stürmerfoul von Nuhiu, dann wird auch er gestoßen, also wo war das erste Vergehen. Vielleicht können wir das später in den Sport am Sonntag noch mal ordentlich auflösen, ob da noch was gewesen wäre, hätte, wenn und aber. Bester Mann am Platz heute. Keeper Jörg Siebenhandel, ganz starke Vorstellung. Gilt auch für Lukas Königshofer. Eine starke erste Hälfte von Guido Burgstaller. FCF war gut nach Seitenwechsel bei Wiener Neustadt. In Summe hier hat sich keiner einen Sieg verdient gehabt. Rapid war klar besser im ersten Durchgang, aber dann ist auch Wiener Neustadt deutlich mehr aufgekommen, hat sich mehr zugetraut. Die Mannschaft kann mehr als das, was man gezeigt hat. Das war Defensivschlag vorneweg. Und wieder mal hat man einem der Titelkandidaten was abgeknöpft hier zu Hause. Ist es für jeden ganz, ganz unangenehm zu spielen. Wiener Neustadt, wieder einen Punkt gemacht. 13 Zähler Vorsprung jetzt auf Kapfenberg. Und nächsten Samstag geht's nach Kapfenberg.